Familie betrat den Zoo. Die Stimmung war hervorragend. Fritzchen bekam sogar noch ein Eis spendiert und somit war die Stimmung auf dem absoluten Zenit. Fröhlich strahlend rannte Fritz mit seinem Eis in der Hand voraus zum Affenkäfig. Dort angekommen entdeckte er einen traurigen, trübsinnigen Schimpansen. Einen einfach eigenartigen Affen. Fritzchen versuchte den Affen mit seiner guten Laune anzustecken, streckte ihm sein Eis hin und grinste, was das Zeug hielt. Affe Anders nahm dies nicht sonderlich gut auf. Entrüstet sprang er in seinem Käfig herum. Fritz! Fritz! Wo bist du? Schallte es durch den Zoo. Oh je, wo waren bloß die anderen? Fritzchen drehte sich blicksuchend um. In der Zwischenzeit kam ein Wärter, denn es war Fütterungszeit. Er schloss das Tor auf und wusch sprang Affe Anders hinaus auf Fritzchen zu. Fritzchen rannte in Richtung der anderen und verlor dabei sein Eis. Es flog im hohen Bogen durch die Luft. Der Affe Anders fing das Eis und war glücklich. Entrüstet lief Fritzchen zum Onkel. Er war wütend, schockiert und traurig. Grinsend dachte Affe Anders, you made my day.